In diesem Video zeige ich dir, wie du ein externes Laufwerk mit Hilfe des Programms VeraCrypt verschlüsselst, um dich und deine Daten zu schützen. Wow! Wir gehen in unserem Browser auf die Seite veracrypt.fr, gehen dort auf Downloads und klicken hier auf die Windows-Installationsdatei, die wir uns anschließend herunterladen. Nach wenigen Sekunden können wir den Download dann öffnen. Wir klicken hier auf OK, akzeptieren das rechtliche Blabla, folgen den Installationsanweisungen und installieren das Programm. Wir bekommen die Meldung, dass VeraCrypt erfolgreich installiert wurde, können hier OK drücken. Tutorial brauchen wir jetzt nicht. Wir deaktivieren den Windows-Schnellstart und starten den Rechner neu. Um unseren externen Datenträger zu verschlüsseln, starten wir VeraCrypt. Wir stecken unseren externen Datenträger ein und gehen dann auf Volumen erstellen. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal auf einem unverschlüsselten USB-Stick einfach eine verschlüsselte Datei anlegen oder wir können den gesamten USB-Stick verschlüsseln. In diesem Video verschlüsseln wir das gesamte Laufwerk. Wir gehen auf Weiter und haben dann die Auswahlmöglichkeit zwischen einer Standardverschlüsselung und einem versteckten Laufwerk. Bei einem versteckten Laufwerk hast du zwei Passwörter. Ein Passwort gibt dir einen Satz von Dateien und mit einem zweiten Passwort bekommst du eine zweite Gruppe von Dateien, die versteckt sind. Wenn dich also jemand zwingen sollte, dein Passwort zu verraten, dann kannst du ihm einfach das erste Passwort verraten und er weiß gar nicht, ob es noch ein zweites Passwort gibt. In diesem Video machen wir aber erstmal eine Standardverschlüsselung. Wir gehen hier auf Weiter und suchen dann den Datenträger aus. Wir wählen unseren Datenträger, klicken auf OK und gehen dann auf Weiter. Wir gehen dann nochmal auf Weiter und können hier die Verschlüsselungsmethode und den Hash-Algorithmus einfach in der Standardeinstellung übernehmen. Weiter, Weiter. Als nächstes wählen wir unser Passwort. Dieses Passwort sollte schwer zu knacken sein, aber leicht zu merken. Nachdem wir unser Passwort gewählt haben, gehen wir auch weiter. Dateien von über 4 GB werden wir nicht ablegen und im nächsten Schritt müssen wir dann mit unserer Maus zufällig ganz wild über den Bildschirm hin und her wackeln, bis der Balken für die durch Mausbewegung gesammelte Entropie rechts angekommen ist. Das durch VeraCrypt fertig verschlüsselte Laufwerk ist nämlich vollständig durch Daten beschrieben. Ein Angreifer kann dann nicht erkennen, ob es einfach nur zufällige Daten sind, die du erzeugt hast durch das Hin- und Herwackeln deiner Maus, oder ob es verschlüsselte tatsächliche Daten sind. So kann der Angreifer nicht erkennen, wie viele Daten du hast und auch, ob es ein verstecktes Laufwerk gibt. Nachdem wir genügend Entropie gesammelt haben, können wir das Laufwerk nun formatieren. Wir werden gewarnt, dass die Formatierung alle Daten auf unserem USB-Stick löscht. Wir klicken hier auf Ja und die Formatierung beginnt. Nach Abschluss der Formatierung bekommen wir eine Meldung, die wir mit OK bestätigen können. Das VeraCrypt-Volumen wurde erfolgreich erstellt und wir können dann auf Beenden gehen. Wenn wir auf unseren verschlüsselten USB-Stick jetzt zugreifen möchten, dann können wir uns einen Laufwerksbuchstaben auswählen, in diesem Fall Y, gehen dann auf Datenträger und wählen den eben verschlüsselten Datenträger aus. Drücken auf OK und anschließend auf Einhängen. Wir geben unser Passwort ein und bestätigen das mit OK. Wir können unseren USB-Stick dann per Doppelklick öffnen. Es öffnet sich unser Datei-Explorer und wir können hier ganz normal mit unserem verschlüsselten Datenträger arbeiten. Mit VeraCrypt kannst du nicht nur verschlüsselte Laufwerke anlegen, sondern du kannst verschlüsselte Laufwerke auch in anderen verschlüsselten Laufwerken verstecken. Denn mit Verstecken kannst du Informationen und Vermögen schützen, auch vor Menschen, die stärker sind als du. Im nächsten Video zeige ich dir, wann sich diese Verstecke lohnen. Und im übernächsten Video zeige ich dir, wie du das Verstecken deiner Daten umsetzt. Bis bald!